Hallo ihr Lieben, ich erkläre euch jetzt das große Geheimnis hinter einem perfekten Bodypainting, was eigentlich im Grunde auch überhaupt gar nicht schwer ist. Viel Spaß. Wichtig bei euren Bodypaintings ist, dass ihr mit der sogenannten Aquaschminke arbeitet, also das ist Farbe auf Wasserbasis und eben nicht mit Fettschminke. Das ist einfach für großflächige Bodypaintings besser geeignet, als wenn man jetzt mit einem anderen Medium arbeiten würde. Und bei diesem Aqua-Make-up gibt es zwei verschiedene Arten davon. Einmal ein Cake-Make-up, das sieht so aus, das gibt es in verschiedenen Größen. Das ist halt schon fest. Oder ihr benutzt ein flüssiges Make-up, das kann man halt auch für die Airbrush-Maschine benutzen oder halt einfach in eine Schüssel gießen und damit halt arbeiten. Früher habe ich immer mit Cake-Make-up gearbeitet, mittlerweile bin ich komplett auf flüssiges Make-up umgestiegen, weil es den Vorteil hat, dass es nicht alt wird. Also wenn das hier zu viel Wasser zieht, dann wird es leider sehr schnell fleckig auf der Haut und ist nicht mehr geeignet. Bei den Werkzeugen haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Airbrush-Maschine, die ich schon angesprochen habe. Die werde ich jetzt mal außen vor lassen, weil es eine ganz andere Technik ist und man die eigentlich für normale Bodypaintings jetzt nicht unbedingt braucht. Auf der anderen Seite gibt es noch den Schwamm, den sogenannten Porenschwamm. Der ist sehr wichtig, den würden die meisten kennen. Hier ist die Sache die, dass ihr bitte darauf achten müsst, dass es kein Latex- oder Gummischwamm ist, sondern ein Porenschwamm. Also der hat auch so eine Poren, darauf sollte man achten, weil sonst lässt sich Aqua-Make-up nicht auftragen. Oder wird fleckig, schmierig oder sonst was. So, wenn ihr jetzt mit diesem Schwamm arbeitet, nehmen wir mein Cake-Make-up, dürft ihr niemals das hier machen. Wie ihr seht, das wird fleckig und das lässt sich nicht sauber und ordentlich auftragen. Deswegen ist ein Schwamm für großflächige Sachen nicht geeignet, aber sehr wohl für das Gesicht. Ich würde auch immer empfehlen, bei dem Gesicht nochmal mit einem Porenschwamm drüber zu arbeiten, weil der eben die Poren etwas imitiert und dadurch sieht das Ganze lebhafter aus. Also wenn ihr mit so einem Schwamm arbeitet, macht ihr bitte so. Wie ihr seht, dann wird das Ganze schon viel flächiger und dicker. Das Geheimnis hinter einem schönen großflächigen Bodypainting ist also eigentlich nur der Kabuki-Pinsel. Und hier benutze ich jetzt eine flüssige Farbe, die ich vorher gut geschüttelt habe. Tunke den da ein und kann das Ganze schnell sauber auftragen. Wie ihr sehen könnt, ist das Ganze wirklich sehr, sehr ordentlich und geht super schnell. Keine Flecken mehr, keine Probleme. Die kleinen Feinheiten könnt ihr einfach mit einem schmalen Pinsel ausmalen. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen realistischer haben wollt, könnt ihr mit dem Porenschwamm noch ein bisschen die Struktur ausarbeiten. Hier seht ihr nochmal den Vergleich zwischen dem gestrichenen Schwamm, einmal den getupften Schwamm und den Kabuki-Pinsel. Ich bin ein kleines violettes Männchen aus dem All. So sieht das Ganze auf jeden Fall aus, wenn es dann fertig ist. Relativ schnell gemacht und vor allem streifenfrei und fleckenlos. Und wichtig zu wissen ist auf jeden Fall, ihr solltet nicht mehr als zwei dünne Schichten auftragen. Umso dünner das Make-up aufgetragen ist, desto länger hält es, weil es dann nicht abbröckelt. Bewegungsstellen werden generell über ein paar Stunden immer mal abgeben, also Armbeugen und Mundwinkel und sowas. Es muss immer wieder nachgeschminkt werden, dann macht euch keine Sorgen, es geht ebenso. Und das Ganze sieht jetzt natürlich noch sehr flach aus. Also ich würde immer empfehlen, ein Shading und Contouring drüber zu legen, gerade bei so einem einfarbigen Make-up. Das zeige ich euch aber im nächsten Video. Als kleines Problem wurde ich schon mal gefragt, was man dann macht, wenn man eine starke Körperbehaarung hat. Hierbei ist es von Vorteil, diese abzurasieren, weil Make-up sich immer in den Haaren verfängt und das leider auch nicht anders möglich ist. Jedoch, wenn der Charakter jetzt andersfarbig ist und auch noch stark behaart, ich weiß nicht, da habe ich noch keine Erfahrung mit, weil selbst meine Behaarung nicht so doll ist. Vielleicht weiß ja irgendjemand anders was. Könnt ihr das gerne kommentieren. Jetzt zum großen Fazit. Ich würde euch empfehlen, Flüssig-Make-up zu benutzen. Das ist einfach ergiebiger. Ein Kabuki-Pinsel für die großen Flächen und das Gesicht und für die feine Ausarbeitung nochmal ein Porenschwamm. Ich wünsche euch viel Spaß bei eurem Bodypainting und hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir noch einen Daumen hoch und abonniert den Channel, wenn ihr möchtet.